sitzen zu Gast bei Werner Fuchs und lesen Comics. Und nehmen jetzt dementsprechend auch ein Wine and Paper auf. Der Wein steht schon bereit. Wir haben die Literatur in den Händen und wir werden über beides reden, das eine trinken und das andere lesen und hoffentlich nichts dabei verwechseln. Vielen Dank, Werner, dass du uns Bitte? Wieder mal Obdach gewährst. Und so schlecht ist das Wetter draußen auch nicht, dass ich Obdach gewähren müsste. Aus vielen Gründen bin ich lieber hier drin. Und als Unterstützung in jeder Hinsicht, sowohl was die Comics als auch den Wein angeht, habe ich den Anselm mitgebracht. Hallo. Und wir haben heute eine Zusammenstellung von zwei außergewöhnlichen Franzosen, einmal in der gezeichneten Form und einmal in der trinkbaren Form. Und noch einen außergewöhnlichen dritten halben Franzos. Entschuldigung. Nein, nein, ich bin in jeder Hinsicht ein völlig normaler Halbfranzose. Nicht außergewöhnlich. Gibt es den normalen Halbfranzosen? Ich weiß nicht, kann man den als Charakter bauen in irgendeinem komischen Rollenspiel? Ich wollte gerade sagen, ist das so wie ein Halbelf? Halbfranzose, Halborg, sowas? Wir haben nicht definiert, was der Halbelf ist. Beim Holländer wüsste ich das. Halb Mensch, halb Fahrrad. Der holländische Zentaur quasi. Gut, womit wollen wir denn anfangen? Wollen wir mit dem Papier anfangen oder mit dem Wein? Wir könnten mit dem Papier anfangen, weil der Wein könnte noch ein bisschen atmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir können aber zumindest schon mal sagen, welcher Wein uns erwartet. Und zwar ist das... Mayri, weißt du, was wir machen? Wir schütten ein bisschen was davon ein und dann atmet er besser. Dann atmet er im Glas. Und die Flasche hat mehr Oberfläche, mehr Luft. Ich glaube, das gluckernde Geräusch ist sehr gut zu hören, das freut mich. Ja. Da werden wieder Leute sagen, ASMR. Danke, danke. Was sagen die? ASMR, das ist die Abkürzung für irgendwelche Gluckergeräusche. Ja, das Mikrofon raschelt ziemlich stark. Besser? Kann ich dir sagen, wenn du dich bewegst. Ich versuche Totenstille, Totenstarre zu simulieren. Das wäre übertrieben. Tja, also ich sage doch schon ein bisschen was zum Wein, jetzt wo wir ihn eingeschenkt haben. Wie geht das, Mayri? Erst prüft man die Farbe. Die ist sehr dunkelsatt und eher ins, da kommt der Miniaturenmaler, das ist eher ein warmes, in leicht ins Gelblich gehende Rot und kein... Bei älteren Weinen ist es oft so, dass der Rand, wenn du das Glas kippst, durchsichtig wird und dann ins Bräunliche, bei noch älteren Weinen ins Orange geht. Von der Farbe her kann man ganz klar sagen, dass dieser Wein auf gar keinen Fall seine Zeit schon überschritten hat. Als nächstes kommt die Nase. Warm, samtig, irgendwie kräuterig, würzig. Gut eingebettete Tanninen. Jetzt zitierst du schon, das werden wir wahrscheinlich nachher nochmal verlesen. Ich habe keine Ahnung von Wein und deswegen versucht Werner mich immer weiterzubilden mit kleinen Handbüchern und Ratgebern. Ja. Gut, wir lassen den Château-Ausson von 1998 noch ein wenig atmen. Und vorher arbeiten wir uns kurz durch... Gibra, der Aufschub, eine Empfehlung und Mitgabe mit Anweisungen ist zu lesen von Werner. Das Cover allein schon ist etwas, was einen irgendwie dazu bringt, da zumindest mal reinzublättern. Und das ist auch das Erste, was einen anlacht. Die schöne Frau. Ich wollte sagen, die unglaublich schöne Kolorierung des gesamten Comics, beziehungsweise Bande Dessinées, die sehr traditionell aquarell mäßig gehalten ist und halt diese ganzen schön durchscheinenden, sanften, duftigen Farben hat. Das ist immer, immer sehr lichtstark, lichtdurchflutet, wenn man mit der Technik arbeitet. Das gefällt mir sehr. Der Aufschub ist eine Geschichte, die 1944 in Frankreich spielt, im von Nazi-Deutschland besetzten Frankreich. Und es geht darum, dass ein junger Mann, Julien, eigentlich
eingesammelt wurde, um in Deutschland Zwangsarbeit zu leisten, aber aus dem Zug gesprungen ist und in sein Heimatdorf zurückkehrt. Und durch eine glückliche Wendung des Schicksals quasi, nur für ihn, nicht für alle anderen Beteiligten, wird der Zug kurz darauf bombardiert und man findet seine Papiere, die er verloren hat, beziehungsweise ihm gestohlen worden sind, bei jemand anders. Und man geht davon aus, dass die Leiche er ist. Das heißt, es ist nicht einmal jemand hinter ihm her. Weil alle Welt denkt, er sei tot, abgesehen von seiner Tante, die ihn dann aufnimmt. Und dann versteckt er sich ein Jahr lang in diesem Dorf und beobachtet, wie die Menschen da leben, durchs Fernglas und durch die heruntergelassenen Blenden von einer kleinen Stube über der Schule, wo der Lehrer nicht mehr da ist, der abgeholt wurde wegen unangenehmer politischer Ansichten, weil er ein Kommunist war. Und rutscht tatsächlich auch so ein Stückchen dann wieder in das Leben der Leute rein. Das heißt, er beobachtet da die Kollaborateure, er beobachtet seine ehemalige Jugendliebe, er beobachtet jemanden, von dem er denkt, er sei sein großer Konkurrent, jemand, der eigentlich in Kriegsgefangenschaft war und wieder freigelassen wurde, weil er ein Arzt ist und es einen Ärztemangel gibt. Er beobachtet aber auch tatsächlich die Maquis, die Resistance, und gibt ein Jahr lang quasi so ein kleines Bildchen ab, ein teils sehr sarkastisches, teilweise etwas kindisches, beobachtetes Bild davon, wie die Menschen zu der Zeit in Frankreich gelebt haben. Und es ist ein Erzählzyklus, der dann auch nach diesem einen Jahr zu Ende kommt, mit einem nicht sehr, sehr erhebenden und aufmunternden Schluss, wie man sich vielleicht bei einer Geschichte, die 1944 spielt, denken könnte. Vor allem bei einem Titel, der Aufschub lautet. Mhm. Aber kommt das dicke Ende nach? Ja, das dicke Ende kommt. Und das dicke Ende kommt seitenmäßig früher, als man denkt, weil hinten noch, was ich immer sehr schön finde, noch eine ganze Reihe Seiten Zusatzmaterial drin sind, mit Skizzen und mit ersten Charakterbildern und dergleichen, wo man einfach das Handwerk sehen kann, wie sich Gibrade an die Figuren herangearbeitet hat und an die einzelnen Szenen. Und ja, das ist so, das ist ein Comic, von dem man sich vorstellen kann, das ist eine sehr melancholisch, stimmungsvolle, aber teilweise auch irgendwie temperamentvolle Verfilmung gibt, die dann auf Arte läuft. Das ist die Art von Story, die da erzählt wird. Die Hauptfigur, Julien, ist halt eben auch eine schwierige Figur, der eigentlich ein ziemlicher Nichtsnutz ist, der oft genug sagt, er hat sich immer vor aller Arbeit gedrückt und dergleichen. Aber dieses Mal ist es halt ein sehr, sehr schicksalhaftes, dass er in dem Moment, wo er zur Zwangsarbeit geschickt wird, wegläuft. Aber das ist für ihn einfach nur ein Ich-will-mein-Leben-retten. Das ist für ihn keine Aussage in irgendeine Richtung oder sonst irgendetwas. Und er hat tatsächlich auch kein großes Mitleid mit den Leuten, die dann erwischt wurden, die bombardiert wurden und so. Und er hat erstmal eine große Distanz zu allem, was da vor sich geht im Dorf, abgesehen davon, dass möglicherweise jemand sein Mädchen wegnimmt. Ja, das geht gar nicht. Aber man kriegt dann halt auch mit, wie er in diesem Zwangsexil, dass er sich quasi niemandem zeigen kann in dem Dorf, teilweise sich verändert. Er fängt an, mit einer Schneiderpuppe zu reden, die da in dem Raum steht, in dem er sich verkriecht, nennt sie Maginot, weil sie eine Armeejacke anhat. Und es ist sehr feinfühlig erzählt. Und man muss sich, wie gesagt, mit den Leuten teilweise auch erst anfreunden. Es ist auch auf interessante Art und Weise sehr gut recherchiert erzählt, in dem Sinne, als dass die Mode dieser Zeit nicht immer sehr kleidsam war. Teilweise sehr, sehr düster auf eine realistische Art und Weise, und dann wieder verspielt. Also insgesamt eine sehr, sehr runde Sache, die sich, wie gesagt, hervorragend für eine Verfilmung auch eignen würde. Würdest du da irgendwas noch hinzufügen? Bringe ich immer die Filmstoffe eigentlich hier ein? Stimmt, also wir hatten das bei dem letzten auch schon gesagt, ja, das wäre ein super Rock. Ich habe das jetzt wirklich gar nicht so sehr unter cineastischem Aspekt betrachtet. Bei mir war eigentlich, gut, ich meine, das ist natürlich eine Dramazeit, ne, Resistance im Frankreich der 40er Jahre. Spielt das eigentlich, ich habe es gar nicht mehr so richtig im Kopf, in Vichy, France? Mhm, wahrscheinlich, ne? Das spielt in Vichy, France. Ja. Also es wird nie hundertprozentig gesagt, aber sie sind ganz klar Teil des besetzten Frankreichs. Sie haben Vichy ist nicht besetzt. Ist das nicht besetzte, ja. Aber das Deutschland treu, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt, deswegen ist es unklar.
bin gerade am Schauen, ob irgendwo wenigstens einmal gesagt wird, wo exakt dieser Ort liegt, aber ich glaube nicht. Aber ich meine, das ist doch irgendwie in Südfrankreich oder in den Alpen oder Ausläufern. Es sieht südfranzösisch aus, ja. Und, ne, General Pétain hatte ja diesen Burgfrieden mit den Nazis gemacht, ne, wofür er natürlich gehasst wurde von der Resistance. Und ich denke, das spielt schon auch eine wichtige Rolle, dass die Abläufe da, die der Protagonist als Zeuge verfolgt, ihn zum Nachdenken bringen. Ne? Du hast auch Kollaborateure dazwischen. Yes. Ja, unterschiedliche Gattungen von denen, die tatsächlich der Miliz beitreten und hinter einem herschnüffeln, über die einfach mitmachen, weil es ihnen Geld verspricht. Ja. Ja, es sieht schon ein bisschen nach Provence aus oder so. Provence, also diese, ne? Da habe ich auch so das Gefühl gehabt. Diese kleinen Städte, die also auf sandigem Boden sind, aber mit den bewaldeten Hügeln drumherum. Da, irgendwo deutlich im Süden von Grenoble. Das ist natürlich vor allem auch ein sehr gern gewähltes Setting, sowohl für Filme, weil es da wunderschön ist, wie offensichtlich auch für Comics, weil es da wunderschön ist. Und wenn man so viel Wert drauf legt, also offensichtlich hat wer auch immer für den Comic verantwortlich war, sehr viel Wert auf die Farben gelegt. Ja. Und hat gesagt, da will ich will irgendwie nicht, dass das so, dass man sozusagen über die Bilder einfach mit dem Auge drüber wischt, sondern dass man dran hängen bleibt. Dass die Farben kräftig sind. Was man vielleicht noch herausheben kann, sind die Schattierungen. Dadurch gewinnt das Ganze einen unerhörten 3D-Effekt. Stimmt, sieht man. Also gerade hier ganz prominent irgendwie an den Sonnenstrahlen irgendwie durch. Das muss durch irgendeine Art von Jalousie oder von Fensterladen zu sehen sein. Und es ist, muss man noch dazu sagen, es ist einer von den in der westlichen Comic-Kunst ja eher seltenen Fällen, wo Autor, Zeichner und Kolorist alles dieselbe Person sind. Also, tatsächlich. Ja. One-Man-Show. Mhm. Genau. Aber eine durchaus beeindruckende One-Man-Show. Ist ein Vorzeigebeispiel für diese Art von Erzählkunst, die weit ab ist von der amerikanischen Form des Fortsetzungscomics oder von der Graphic Novel, sondern die im Grunde hier wirklich, deswegen kommt man sofort, das ist ein gezeichneter Film. Und hat auch eine sehr, sehr filmische Sprache, sehr viele, auch die Auswahl, wie die Bilder, was in des Wortes geframed sind, sehr viele Kinoleinwandformate, sehr viele Breitband, Einstellungen, wo man sich direkt denken kann, wie dann halt die Bewegung und dergleichen in einem Film, in einer Szene aussehen würde. Ja. Vielleicht sollte man den Verlag noch erwähnen, der dieses Werk herausgebracht hat. Es ist der gleiche Verlag wie der auch schon für The Long and Winding Road zuständig ist. Der Eckhard Schott Verlag. Der Eckhard Schott Verlag, Salek Publications. Und den Mann haben wir auf der letzten Spiel getroffen und dort hat er uns diese Bücher überreicht. Ja, und die haben sich gezielt, sage ich mal, auf gehobenen Stoff konzentriert. Würde ich so sagen. Er hat aber auch Abenteuer-Comics für Jugendliche. Tief et Tendu, kennst du, Anselm? Ja. Das macht er beispielsweise als Serie. Oder Le Patrouille de Castors. Pfadfinder-Comic? Ja, das habe ich nicht selbst gelesen, aber irgendwie über die Namen stolpert man doch, weil ja immer irgendwie in Comics auch quer, also gerade wenn man etwas liest von einem Verlag, der ja irgendwie auch auf seine anderen Comics meistens mit der Seite hinweist, Patrouille hast du auch. Ja, ich glaube, Natascha hat er auch gemacht, diese Flugbegleiterin. Genau. Oh, stimmt, die hatten auch die ganzen Pin-Up-Mädels mit Fliegern. Ja, das auch. Ja, Natascha ist doch sehr pin-up, tatsächlich. Ich habe drüben noch ein Spirou-Heft, da ist Natascha auf dem Titelbild. Es gibt eine Geschichte, es gibt eine Bande dessinée, wo jeder Zeichner irgendwie 3-4 Seiten gemacht hat, also ganz viele berühmte Zeichner, da geht es also Boulébile. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch überhaupt gibt. Die Blauen Boys, kann das sein? Nee, Bull und Biel. Ist Bull und Biel, also so ein Junge und sein Hund. Ah ja. In einer ganz normalen Vorstadt und da geht es halt darum, dass dieser Hund verschwunden ist. Und dann wird er quasi einmal quer durch
viele, viele Zeichnerstile und Geschichten von verschiedenen. Durchgejagt. Genau, durchgejagt. und dann heißt es immer, nee, da ist, also man findet mal eine Spur und dann ist er halt immer durch und da ist auch Natascha, da ist auch Le Patrouille de Castor und viel mehr. Also ein Streifzug durch genau. Durch den französischen Comic. Genau. Mit Hund. Und ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich, dass ich da, also da gibt es Stile, die man mag, die man eigentlich gerne noch mehr sehen würde und tatsächlich dann auch die, die man überhaupt nicht irgendwie interessant findet. Das passiert halt. Aber ja. Ja, wie findest du den Stil? Macht mich sehr, sehr neugierig. Also ich habe auch eben versucht, bei den richtigen Momenten wegzugucken, wenn du ans Ende geblättert hast. Du willst dich nicht spoilern lassen. Genau, mich sozusagen nicht spoilern zu lassen. Aber es macht mir wirklich sehr, sehr neugierig, weil der Zeichenstil wirklich, also ich kann es irgendwie nicht genau sagen, es gibt realistischere. So, ja. Also, aber die Gesichter sind schon überzeichnet, genau. Aber durch die Kolorierung wird ja alles einfach so in das Licht eingebettet, dass es für das Auge wieder absolut realistisch wird. Ja, aber er ist nicht unrealistisch im Sinne von, ich weiß nicht, Lucky Luke oder irgendwie Knollennasen oder so Asterix, sondern nicht cartoonig, sondern er ist immer noch realistisch genug mit so, genau wie du sagtest, halt Überzeichnungen, Übertreibungen. Mein Auge bleibt da auf jeden Fall dran hängen. Also es ist auf jeden Fall. Und es sieht auch wirklich ein bisschen aus, als hätte man sozusagen Szenen aus einem Film genommen und abgedruckt. Also auf jeden Fall erstens technisch sehr beeindruckend, erzählerisch interessant, sehr zurückhaltend durchaus auch und nuanciert größtenteils. Es ist keine Abenteuergeschichte oder so etwas. Es ist kein Comic, den man liest, weil man irgendwie Spannung haben will und ratzfatz unterhalten werden will, aber es saugt einen schon rein. Also für mich sind das auf jeden Fall 8,5 Punkte von 10. Denke ich mindestens. Ja, so um es gelesen 10. zu haben, könnte ich natürlich da du kannst nicht beurteilen, sagen, dass es hübsch ist. Ich kann nur sagen, dass es hübsch ist und neugierig macht. Ja, ich würde dir beipflichten. Ich habe es ja gelesen und ich habe die Fortsetzungsbände auch. Und da hält er auch die Qualität. Also man sollte aber, wenn man überlegt, ob das was für einen wäre, meinen Arte-Vergleich im Kopf behalten. Das Programm, was da läuft, ist ja auch nicht für jeden was. Ist schon anspruchsvoll. Und manchmal sehr seltsam. So ein ganzer Abend Tanztheater ist nicht immer das, was man braucht. Gut. Anselm blättert noch. Und ich denke, wir können nochmal unsere Nase in die Weingläser halten. Und das machen wir. Wagen, ich wollte gerade schauen, ob die Buchstaben gezeichnet sind, aber ich glaube, die sind gedruckt, aber mit einer... Mit Varianten, also es ist ein interessanter Fond. Ja, aber die Haars, also ich schaue dann noch, die Haars sehen alle gleich aus, so das kann nicht gezeichnet sein. Also nicht handgelettert. Nein. Nein, wer macht das denn heute noch? Ja, es ist ja wahnsinnig schön. Und viel. Gar nicht in der Übersetzung. Die Blueberry-Ausgabe, die Integrale, die ist handgelettert. Aber tatsächlich, wer weiß, wie es im französischen Original ist. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen. Denn wenn einer schon irgendwie alles macht und derart aufwendig zeichnet. Du meinst, dann spart er sich den Setzer. Dann spart er sich vielleicht den Setzer. Gut. Dann. Heute klingt dein Glas besser. Machen wir alle wieder lustige Geräusche. Also Anselm. Würzig. Wir müssen, glaube ich, noch eine Weile abwarten. Noch sehr kräftig. Sauer. Also, ich würde ja sagen... Hast du ihn da drin gefunden? Vielleicht ein bisschen süß davon. Genau, mischen wir doch noch ein bisschen mit Cola den Wein. Es wird sich noch entwickeln. Seit 1992 hat der Ausson qualitative Konstanz. Plötzlich sind die Säuren weicher und angenehmer eingebettet und der verführerische Kräuterton wird durch eine primäre Frucht im Extrakt ergänzt. Das ist mein Schluss aus der Sache. Der 19 von 20. Ja, das ist der 1998er, der 19 von 20 Punkten geben. Und ich kann dazu sagen, es ist der Champion von Saint-Emilion, also vom rechten Ufer, sind die beiden bekanntesten Appellationen Pomerol und Saint-Emilion. Und in Saint-Emilion gibt es mittlerweile vier Weine, die
Top-Niveau haben, die also im Endeffekt gleichbedeutend mit den Premier Grand Crus des linken Ufers sind, so wie Lafitte oder Mouton oder Chateau Margaux. Und diese vier, ursprünglich bis vor 3-4 Jahren, ich weiß nicht wann das, 2012 oder so war es, glaube ich, als zwei Weine in den Superadelsstand erhoben wurden, nämlich Angelus und Pavie. Und die beiden, die schon im Olymp waren, Cheval Blanc und Ausson, müssen jetzt nicht mehr einen Zweikampf um die Spitze ausfechten, sondern es ist zu einem Vierkampf geworden. Aber ich habe mal spaßhalber, als ich mir den Weinführer von Parker gekauft habe, ganz Bordeaux durchgecheckt und die bestbewerteten Bordeaux-Weine über 11 Jahre addiert und durch 11 geteilt oder durch so viel geteilt, wie Jahre bewertet worden sind. Und da hat Ausson gewonnen als bestbewerteter Wein in Bordeaux von 1996 bis 2006 war diese statistische Erhebung, die ich privat durchgeführt habe. Also war er konstant gut. Ja. Und die anderen, ja, da konnte man sich nicht immer drauf verlassen. Er hat bei Parker im Zeitraum von 96 bis 2006 dreimal die 100 gehabt. 2000, 2003 und 2005 waren 100er Weine. Und er ist ein Blue Chip, die ich jetzt zuletzt genannt habe, nennt man Blue Chips. Das sind Weine, die man blind, bedingungslos kaufen kann und man verliert kein Geld dabei. Die sind sehr teuer, aber sie bringen beim Wiederverkauf möglicherweise mehr Geld als das, was man initial ausgeben musste dafür. Der hier nicht mehr. Nein, der hier nicht mehr. Und in Frankreich gibt es die meisten Blue Chips. Es gibt sicherlich auch in Deutschland ein paar Blue Chips bei den seltenen, teuren Süßweinen von Rieslingen. Eisweine, Spätlese, Auslese. Es gibt in Amerika 2, 3. Es gibt in Spanien 2 und in Italien, glaube ich, auch 2. Und das war's dann. Und in Frankreich gibt es mehr als ein Dutzend. Also es gibt fast in Bordeaux schon ein Dutzend. Und dann gibt es natürlich noch im Burgund einige, die alles in Schatten stellen, was an Preisen sonst erzielt wird. Also jetzt zuletzt, vor einem Vierteljahr, ist ein DRC Domaine Romani Conti aus Burgund für 480.000 Euro die Flasche versteigert worden. Und die war noch nicht mal ganz voll. Also die hatte schon Schwund. Jahrgang 47. Ja, würde man davon einen in seinem Keller finden? Ja. Aber, ja. Du wolltest erstmal einen Keller. Bräuchte erstmal einen Keller, stimmt. Aber das sind so die richtig teuren Sachen. Ne? Und wer in Amerika so teuer ist, ist Screaming Eagle. Das habe ich neulich gelesen über die teuersten Weine der Welt, dass ein 1992er, der erste Jahrgang von Screaming Eagle, $500.000 gebracht hat. Aber der Name. Ich finde den klasse. Echt? Ja. Also jetzt mal ehrlich, Chateau Ausson klingt doch schön als Screaming Eagle. Screaming Eagle ist halt. Es ist sehr amerikanisch. Ein schönes Etikett im Holzschnitt mit einem Adler, der über so einer Mesa schwebt. Und Ausson, das ist Lateinisch, ne? Das ist aus Römerzeit, das ist Ausonius, das ist irgend so ein römischer Gelehrter gewesen. Und Ausson zeichnet sich dadurch aus, dass es innerhalb von Saint-Emilion ein eigenes Mikroklima hat. Das ist wie so ein kleines Amphitheater und ist begrenzt von Steinhängen, ne? Also von Felsen. Und die haben einen eigenen Keller durch diese Felsen, einen tiefen Keller, und da werden die Weine dann gelagert. Und dadurch, dass das so ein
ja, ich will jetzt nicht sagen, ein Brennglas ist, aber so eine Funktion haben die Felsen drumherum, die die Wärme dann abstrahlen von der Sonne, hat der Wein ein ganz besonderes Klima. Gut, das soll reichen zu Ausson. Leider ist er sündhaft teuer. So ist das bei den Blue Chips. Und das ist ein Jahrgang, den ich mir so mit Ach und Krach noch leisten konnte. Bitte sag nicht, wie teuer er war. Sonst weine ich in den Wein. Das wäre schade. Ja, also ich kann sagen, der 2000er, also die 100 Parker-Punkte Ausson, die sind alle jenseits der 1000 Euro. Aber den trinken wir hier nicht. Wir sind ja keine Snobs, ne? Nein. Überhaupt nicht. Dann ein 8,5-Punkte-Comic und ein 9,5-Punkte-Wein, wenn wir das umwandeln. Vom Geschmack her noch nicht. Das wird sich gleich zeigen. Ja, das kommt. Das kommt. Er ist natürlich sehr, sehr lupenrein. Ne? Das können wir schon so sagen. Was heißt lupenrein in Bezug auf Wein? Ja, ich würde sagen, dass du mittlerweile wenig Holz durchschmeckst. Mhm. Er ist nicht vanillig, was auf viel Barriques und auf frische, neue Barriques schließen lässt. Und da ist auch nicht nachgeholfen worden. Bei den Amerikanern habe ich manchmal so den Verdacht, dass die aufgesüßt werden. Sauerei. Ja. Da wird mit allen, mit Haken, aber auch mit Ösen gearbeitet. Ne? Ich meine, das ist ein Big Business. Den Leuten muss es schmecken. Und ich kenne genug Leute, die würden sagen, ey, aber aus dem Aldi, den ich da neulich getrunken habe, so einen halbtrockenen, der schmeckt mir aber besser. Ich glaube aber auch nicht, dass die auf die Idee kämen, sich den zu kaufen. Nein, das tun sie nicht. Gut. Da kriegst du Dutzende von Kästen Bier für. Halbes Haus voll oder so. Ja, wie viel Energy Drinks erst? Da kannst du sterben. Ja, das ist ja gefährlich, Energy Drinks. Ja. Ne? Das wird ja völlig unterschätzt. Ja. Also, liebes Publikum, trinkt nicht mehr als ein, höchstens mal zwei Energy Drinks. Am Tag. Pro 60 Kilo trinkt Körpergewicht. Verantwortungsvoll, egal welche Substanz. Ja. Sehr richtig. Ja, man kann auch sogar Wasser. Also wenn man kann zu viel Wasser trinken, ja, tatsächlich. Und eine Wasservergiftung bekommen. Ja. Das passiert auch immer mal wieder aufgrund von der allgemeinen, in den USA, aufgrund der allgemeinen Hydrate. Werbeeinstellung vieler Getränkekonzerne dort. Ja. Aber das ist ein ganz anderer Punkt. Wir genießen ein bisschen noch den Wein, der weiter atmet. Ja. Und gehen zum nächsten Comic über. Welchen nehmen wir? Aus dem gleichen Verlag. Aus dem gleichen Verlag, Eckhard Schott. Ich denke. Wir. Wundervolle Sommer. Oder möchtest du, dass ich hier was, oder den Conan? Ich glaube, dass wir vor allen Dingen, dass wir ihr jetzt nur als Teaser benutzen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wine & Paper mit Wundervolle Sommer. Und ich bringe hier Ordnung rein.